Willkommen zurück bei Resident Evil 7. Ja, ich habe ein bisschen was an der Tonspur geändert, beziehungsweise an der Tonaufnahme, und bei dem Video habe ich auch ein bisschen was geändert. Und die Helligkeit, habe ich gesehen, ist jetzt grandios, würde ich fast behaupten. So, folgendes. Ich sitze jetzt hier, weil ich gerne wissen möchte, wie es denn jetzt weitergeht. Die drei Hundeköpfe bekommen und die Tür öffnen. Den Hundekopf vom Zerlegungsraum bekommen. Ja, das Ding ist, ja, wenn wir uns jetzt mal kurz die Karte angucken, ne? Wenn wir uns jetzt kurz mal die Karte angucken und einmal eine Etage tiefer gehen, da ist nämlich der Zerlegungsraum. So, das Problem an der ganzen Geschichte ist jetzt, hier ist, muss man einen Schlüssel verwenden, ne, einen stinknormalen Schlüssel, den Schlüssel halt, im Boilerraum. Da waren wir ja schon, die war ja verschlossen. Und da haben wir auch keinen Schlüssel. Wir haben den Dietrich, glaube ich, versucht, aber das war ja Schwachsinn. Hätte aber sein können, wäre ja im Bereich des Möglichen. So, und dann gibt es ja noch ein wie hieß das Ding? T war es, ne? Ja. Das war, doch, Schlangentür. Also wir brauchen einen Schlangentürschlüssel, um dort reinzukommen. Den wir jetzt aber besitzen, zum Beispiel, ne? Den Schlüssel hier. Ach, das ist ein Skorpion. Ja, Leute, dann kann das natürlich nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen jetzt noch irgendwo einen Schlüssel übersehen haben. Die Sache ist halt nur wo, ne? Geil. Ja, ran. Ja. Okay. Ja, gut. Ja, das war gerade voll witzig, ich weiß. Das heißt, wir brauchen einen Schlangenschlüssel, beziehungsweise einen stinknormalen Schlüssel. Aber wenn wir ja einen Skorpionschlüssel haben, bringt uns das nicht viel. Dementsprechend müssen wir jetzt gucken, was wir genau zu tun haben. Und ich würde gerne mir nochmal das Video anschauen, obwohl, ich zeige euch das mal, was ich meine. Ah, hier sind wir. Und zwar haben wir das Videoband eigentlich abgelegt. Ich weiß das gar nicht. Ah ja, haben wir. Mir. Ich weiß nur nicht, ob wir da... Aber theoretisch, wir haben uns das Video ja angeguckt. So. Das heißt, im Spielverlauf sollte sich rein theoretisch was geändert haben, ne? Also gehe ich jetzt mal stark von aus. Ich muss mal kurz meine Lautstärke ein wenig ändern. Damit ich mich ein bisschen grusel, aber halt auch nicht zu viel. Oh Gott, das ist schon wieder. Ja, das ist okay. So, können wir aber nochmal richten. So. Die Sache ist halt, wo müssen wir jetzt hin? Ne? Laut Inventar müssen wir immer noch diese blöden Hundeköpfe sammeln. Was ich mir auch schon gedacht hatte, war, hier ist aber ein Skorpion. Ach nee, da sind wir ja schon durch. Was ich mir halt auch gedacht hatte, war, vielleicht müssen wir die Hundeköpfe hier einsetzen. Hier. Ne? Und dadurch halt ein paar Events auslösen. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich jederzeit denke, dass hier der Typ auftaucht. Eigentlich habe ich keine Lust zum Spielen. Wenn ich während des Spielens habe ich keine Lust, weil ich habe keinen Bock, irgendwie erschreckt zu werden. Was wir jetzt mal machen, ist Folgendes. Wir setzen jetzt mal die Hundeköpfe ein, die wir jetzt bis jetzt halt haben. Und vielleicht passiert ja irgendwas. Wenn nicht, dann muss ich mal irgendwas anderes einfallen lassen. Ja, weil ich wüsste jetzt nicht, was wir jetzt großartig machen sollen. Wir könnten halt nochmal da runter, aber...
Ach, kannst du von hinten antippen. Ja, und jetzt? Ja, es fehlt da halt noch einer, ne? Ja, dann würde ich sagen, wir suchen mal einen Schlüssel. Weil er muss ja irgendwo sein, ne? Das Bild kann ich auch nicht mehr anreden. Ah, ich weiß gar nicht, wo wir da rauskamen. Ich weiß, wo wir da rauskamen, aber ich meine, aus anderer Richtung, meine ich. Oh, die Wände knarzen. Da brauchen wir dann einen Fledermausschlüssel oder was? Oh, da ist ein Granatwerfer oder was drin. Wäre ja eigentlich ganz geil, ne? Nee, da brauchen wir einen Zweikopf-Rabenschlüssel. Ja, was sagt denn die Map dazu eigentlich? Ich sehe es leider nicht, weil wir davor stehen. So. Ja, ein Rabenschlüssel, ja. Aber komischerweise ein zweiköpfiger. Ja, und da liegt halt irgendeine, ich weiß es nicht, Maschinengewehr oder Bazooka oder sowas in der Richtung. Da ist, glaube ich, Hanf angebaut oder sowas. Was haben wir da? Ich tippe jetzt auf Erde. Ich kann es nicht ganz genau lesen. Ja, hier haben wir einen Dietrich benutzt. Da haben wir die Schrotflintenmunition her. Und das hatten wir auch schon gelesen. Der sollte es nicht zielen. Ich weiß nicht, ob hier noch ein Vieh kommt. Oh, zum Glück nicht. Ja. Ich gehe noch mal in den Keller. Mal gucken, was wir da großartig finden. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas. Ich mag es übrigens nicht, wenn ich renne. Dann die Renntaste loslasse, also Shift, und er trotzdem erspeichert. Wenn das Spiel speichert, heißt das, wir sind irgendwie richtig. Keine gruseligen Geräusche. Boah, ist bloß nicht zu laut gesagt. Aber wir haben definitiv irgendwo irgendwas vergessen. Muss ja. Achso, und das mit der Taschenlampe habe ich immer noch nicht geklärt. Weil ich meine, wir hatten mal eine Taschenlampe. Ja, aber das ist doch ein Skorpion. Ach nee, das ist eine Schlange. Skorpion. Hm. Ach, hier ist so ein Wackelkopf. Ach, hier in dem Raum drinne. Ja, irgendwo hier drinne. Ja, das bringt mir nur nichts, das Geräusch. Weil ich nicht rankomme. Für mich ist das übrigens immer noch zu dunkel. Ich wusste gar nicht. Also, mal, ne, also für mich ist das immer noch extrem dunkel. Und ich hatte das ja noch dunkler vorher, ne? Also, ich wusste gar nicht. Also, ich wusste gar nicht, wie ich das geschafft habe. Okay, da war es auch noch nicht so gruselig.
Übrigens, ich habe das total verpeilt. Gucken, ob ich das jetzt nochmal hinkriege. Ich weiß nicht, wie, also irgendwie habe ich da was komplett missverstanden. Und zwar, Lukas, ich habe den Kerl geschnappt, der immer zu fliehen versucht. Ich habe ihn in der Verbrennungsofen ganz links gesperrt, damit er nicht wieder abhaut. Hol ihn raus, wenn er fertig ist. So, du weißt doch, wie man die Tür öffnet, oder? Denk dran, 3A und ein Handabdruck. Mach mit dem Mädchen, was du willst. Also, ganz links, das ist dieser hier. Also, 3A und ein Handabdruck. Hier ist ein Handabdruck. Aber da ist auch irgendwas Schmieriges, Blutiges. Du weißt ja, wie man die Tür öffnet. Nein. Woher denn? Also, ich denke mal, das ist so ein Mini-Rätsel. 3A. Nee, mal ganz ernsthaft. Wie kann man diese blöde Taschenlampe anmachen? Ich kriege hier gleich Zustände. Aber Mülltrennung, ne? Also, das ist schon cool. Beziehungsweise Müll sortieren. 3A. Ich weiß nicht, was 3A heißen soll. Gibt es irgendwas auf der Map? Nein. Also, ich wüsste auf jeden Fall nicht was. So, hier haben wir noch irgendwie Bewachungsraum. Bewachungsraum? Bewachungsraum? Eingangshalle? Vorratskammer? Hä, was ist ein Über... Ach, nee. Überwachungsraum. Geheimgang. Da durch die Tür. Hä? Ja, keine Ahnung. Der Safe Room ist hier hinten. Was ist denn der Überwachungsraum? Ist das... Ach so, da wo die... ja, da wo diese Wucherungen sind und ein paar Monitore stehen. Ah. Okay, Eingangshalle. Speisekammer. Speisekammer, das war... Ja, das mit der Luke. Wohnzimmer. Küche. Garage. Garage waren wir ja auch schon. Esszimmer sollte eigentlich im Prinzip auch nichts mehr sein. Küche ist auch nichts Tolles. Speisekammer, ja, da war so halt so Stiefel, aber... Waschraum. Ja, ich bin auch mal höher. So, Zimmer der Großeltern. Da war ja die Strohflinte drin. Ich übrigens habe mich da so ein bisschen gewundert, wo ich meine Videos mal angeguckt habe. Beim Bearbeiten halt. Das ist ein, ich sag mal, Zimmer. Also ein, ne? Dann Freizeitraum. Badezimmer. Badezimmer. Da dürfte aber eigentlich auch nichts mehr sein. So, Schlange. Schlange. Wir brauchen diesen blöden Schlangenschlüssel. Die Frage ist halt nur, wo ist der? Oder war der beim Zimmer der Großeltern? Also Großmutter. Weil da haben wir, glaube ich, nicht alles mitgenommen. Weil wir es auch nicht konnten halt, ne? Ich glaube, ich gehe da nochmal zurück. Natürlich mit Vorsicht. Boah, diese Pfütze hat mich gerade erschreckt. Hängt gerade irgendeine Tür auf und zu. Oder nur zu. Oder auf. Ich
denke, ich habe den Schlüssel übersehen. Oh, hier kommt doch gleich irgendwas. Oh, der alte Sack ist nicht mehr da, ne? Der Daddy. Irgendwas übersehen haben. Und ich würde sagen, hier. Hier haben wir zum Beispiel ein Gebiss. Da fehlt ein Zahn, so wie das aussieht. Oh, diese Waffe. So, bin es leid, den ganzen Scheiße immer durch den Hof zu jagen. Wenn das nächste Mal unsere Gäste abhaut, wenn das nächste Mal einer unserer Gäste abhaut, versteckt die Hundeköpfe, Reliefs? Ja, das wissen wir ja schon. Oh. Ah, flüssige Chemikalie. Können wir da irgendwas mit anfangen? Heilkräuter, ja. Lass mal. Wo ist denn die alte Trulla eigentlich? Letzte Zeit, das ist schon wieder eine Weile her, seit wir in unsere Sorge gekommen sind. Analyse der Röntgenaufnahmen, Struktur der Stimme kurz vorhanden sind. Wenn ihre Symptome auf ihre Pilzblabla zurückgehen, muss dieses entfernt werden, bevor es zu spät ist. Ich möchte Ihnen keine Angst einjagen, aber ich bin ernsthaft um Ihre Gesundheit besorgt. Bitte kommen Sie ins Krankenhaus, sobald Sie dieser Brief erreicht. Als Ihr Arzt empfehle ich Ihnen dringend, sich weitere Tests zu unterziehen. Ja. Ja, gut. Ne? Ist sie, also mit sie, vielleicht die Großoma da gemeint? Wäre auch irgendwie lustig, ne? Dass sie da irgendwelche komischen Krankheit jetzt hat und also hier ist auch Maschendrahtzaun, ne? Hier ist alles zugemacht, ne? So, steht hier noch irgendwas? Margaret, bring den Happy Meals Keil. Achso, das hatten wir ja schon. Verarbeitungsbereich. Das Gefühl, wir müssen das Videoband nochmal gucken, weil da stand ja, wir sollen uns nicht packen lassen von dieser Margaret da und ja, das haben wir ja im Prinzip am Ende. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt vorgesehen ist, dass wir eigentlich keine andere Wahl haben, ne, und nichts anderes können. Das ist halt die Geschichte, ne? Ich kann ja nicht hell sehen. Das ist das Problem. Ich weiß auch nicht, wann der Typ wieder auftaucht. Ach, hier sind wir. Das ist die Treppe zum im Prinzip auch nicht wirklich umschauen. Spritzen. Pillen. Pillen. So,
Haben wir hier noch? Klopapier ohne Ende. Pömpel. Joa. Was ist das hier? Ach, Klopapier, noch mehr Klopapier. Also die sind echt, ne, achten auf ihren Popo und achten darauf, dass der Müll sortiert ist. Also ich finde es nicht schlecht. Ist zwar ein bisschen dreckig hier, aber im Prinzip, ne? Hm. Ich brauche mal einen Schluck Kaffee, ja, ist ja schlimm. Hm. Ah. Aua. Tja, also ich denke, es kommt jetzt erstmal nichts. Ja, das könnte ich mit dem Dietrich öffnen. Hm. Ich habe gerade... das war nicht gut. Ich muss mal gerade was nachtrinken. Aua. Aber das tut nicht gut. Tja, und nun? Also wie es aussieht, brauchen wir auf jeden Fall den Schlangenschlüssel, weil sonst wird das nichts hier. Aber ich wüsste nicht, wo der ist. Skorpion. Und das ist wahrscheinlich die Zoe oder so. Habe ich aber auch schon erwähnt. Was? Wie komme ich denn jetzt in diesen blöden Raum rein? Oh, ich bin gerade zu blöd. Weiß wahrscheinlich. Ja, selbstgemaltes Schifferbild. Was ist denn das? Ich meine, für einen Schatten hier. Ach, hier, ach. Das blöde Ding. Schieß auf mich, schieß auf mich. Tja, Leute, das wird nicht spannender irgendwie. Tut mir echt leid, ich tue jetzt nicht mal so. Ich will ja in diesen. Ich will ja diesen letzten Hundekopf, aber da brauche ich einen Schlüssel. Warte mal, was ist denn. Das zeigt er mir gar nicht an, oder was? Ey. Wenn ich jetzt hier runtergehe. Ach, das existiert gar nicht. Also hier, das existiert auf der Map nicht. Das gibt's hier nicht. Also das gibt's nicht auf der Map. Okay. Jetzt haben wir wieder die Taschenlampe. Tja, und nun? Also dieser Bereich, ne? Den gibt es nicht. Ich bin zwar unter den ganzen Kram hier, ne? Hier ist übrigens eine Treppe.
Nee, schon dran vorbei. Hier irgendwie. Hier ist eine Treppe. Hä? Was ist denn das für ein Gang? Oh, da ist doch keine Treppe. Auch hier nicht. Eingangshalle. Da ist noch eine Tür verschlossen. Ach, das ist der Weg nach draußen. Das ist die Terrasse, würde ich fast sagen. Hier, wo wir jetzt sind. Deswegen ist auch, macht das hier auch Sinn. Da geht's wirklich raus. Das würde aber bedeuten, wenn ich jetzt mal nach oben... Quatsch. Wenn ich jetzt mal nach oben gehe... Ja, da kommen wir nämlich dann zum Wohnwagen, ne? Wenn wir hier wirklich rauskommen. Ah, war ja klar. Ja, ich musste es versuchen. Die Kiste, hier ist eine unsichtbare Wand. Und die Kiste wird angezeigt, weil wir hier höchstwahrscheinlich wirklich rauskommen. Und dann, ja, das Spiel natürlich nicht vorbei ist, hoffe ich. Ja, aber ich brauche diesen blöden, ich brauche jetzt überhaupt irgendwie irgendwas, ne, Schlüsselartiges. Aber sonst wird das hier nichts. Irgendwas verstehe ich hier gerade nicht. Ich hab das Spiel kaputt gemacht, das geht auch. Ja, hier müssen die Socken und so. Kann ich mal irgendwen anrufen? Ja, du musst auch eine Nummer wählen, Junge. Sonst wird das nix. Ja. Was haben wir denn zuletzt gemacht? Mia, ne? Mit dem Videoband. Müssen wir echt irgendwas mit dem Videoband machen. Was anderes fällt mir da jetzt echt nicht ein. Nee, ganz ernsthaft. Ja, dann ziehen wir uns nochmal das Videoband rein. Und versuchen uns nicht erwischen zu lassen. Ich weiß zwar nicht, wie das gehen soll. Weil wir ja dann in diesem komischen Raum sind. Also in diesem. Vielleicht sollen wir auch irgendwo anders lang, aber ich wüsste nicht wo. Mia. So, zack. Pflanze, Chemikalie. Ja. Wir ziehen uns jetzt nochmal das Videoband rein. Weil, wieso auch nicht? Oh, was ist das denn hier? Ein Bild, das falsch rumhängt? Okay. Ach, hier ist auch noch irgendwas. Ach, was? Flüssige Chemikalie, wie ist das denn? Das haben wir ja tonnenweise davon. Schlüssel wäre jetzt irgendwie cooler gewesen. Also ein Halloween-Accessoire. Also nicht der Kürbis an sich, also nicht kein wirklicher Kürbis, sondern. Ja. Nee, ich denke, wir sollen uns das Videoband nochmal angucken. Weil, das zeige ich euch sofort, da steht nämlich, dass wir uns nicht erwischen lassen sollen. Die Frage ist natürlich, wie? Wie genau sollen wir das anstellen? Und dann geht es uns wahrscheinlich erst weiter. Ethan, wenn du dies findest, ich weiß, ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Ja, ja, ja. Nicht nach dem, was passiert ist, was ich getan habe. Ja. Aber ich will, dass du weißt, das war nicht ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, dass du wissen musst. Ja, bist du ja. Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady. Diese Stimme, ey. Ist ja grausam. Ja, komm, Mädel. Komm ein bisschen hin. Ich darf mich nicht wieder erwischen lassen.
Ich teste jetzt einfach mal, ob ich hier stehen bleiben kann. Aber ich weiß nicht, ob sie uns hier sehen kann. Oh Gott. Beweg dich nicht! Uh-oh. Du warst ein böses Mädchen! Okay, sie sind gescheitert. Gescheitert? Ja, aber das hat er beim anderen... Ja, Neustart. Das hat er bei... Da, vor Margit verbergen. Finden Sie Plätze zum Verstecken, um sich vor Margit zu entdecken? Ich darf mich nicht wieder erwischen lassen. Also, sie guckt links und rechts. Das heißt, ich muss hier rein. So, das geht nicht. Und sie hat eine blöde Taschenlampe. Das ist schlimm genug. Hier drüben, Mami. Es geht einmal. Da, nicht von Margit fangen lassen. Die Sache ist, wenn wir da hinten sind, ne? Wo sollen wir denn dann hin? Aber hier gibt es auch nichts zum Einsammeln oder sonst irgendwas. So, Tür geht zu, wird auch abgeschlossen, komischerweise. Ist aber auch nichts. Und diese komischen Eier. Ich nenne sie jetzt mal so. So, es wird gespeichert. Aus irgendwelchen komischen Gründen. Das heißt, es war einer von mehreren Möglichkeiten. Oder was? So. Ich hab die Schnauze voll davon. Wieso kann die sich teleportieren? Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Warum tust du mir das an? Was habe ich getan, dass ich das verdiene? Außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen. Verpflegen? Mit was denn? Mit Därmen, die schon längst verrottet sind, oder was? Dieses Haus hat mehr gesehen, als du es dir vorstellen kannst. Es weiß Dinge. Du verstehst es einfach nicht. Ja, wir warten jetzt hier einfach mal. Und, es wiederholt sich ja im Prinzip. Aber ich denke, mit dem Gegenstand können wir irgendwas anfangen. Ich weiß noch nicht was. Weil wir haben auch kein Inventar oder sonst irgendwas, ne? Wir können... Oh. Ja, okay, das ist natürlich jetzt, ja, da hätten sie eigentlich auch noch drauf achten müssen. Ich weiß, dass ihr etwas plant. Denkst du, ich weiß nicht, was du mit diesen Ethan anstellen willst? Was denn? Hat sie mir immer noch nicht verraten. Ja, komm her, Mädel. Ich trinke ein bisschen Kaffee, ja? Tja, und jetzt? Nein, nein, komm nicht hierher. Ich hoffe, sie kommt wirklich nicht hierher. Vielleicht ist das ja auch Zufall oder sowas. Steht sie da? Aber ich glaube, sie kommt nicht hier hin. Ich hoffe das.
werde ich meinen Babys zum Fraß vorwerfen und den ganzen natürlich. Erst einschleimen und jetzt sagen, ja, mein Babys. Was für Babys denn? Wir öffnen unser Zuhause. Wir öffnen unsere Herzen. Und was machst du? Gute Frage. Aber das, sollen wir das jetzt schon wieder lösen? Kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Wartet. Ich hab's gleich. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ja, ich hasse diese 3D-Drehung, weißt du? Da muss man irgendwie 80 Millionen Achsen drehen, damit man das überhaupt irgendwie hinkriegt. Nee, das passt auch nicht. Nein. Nein. Ja, oh, beim ersten Mal hatte ich es doch hingekriegt. Komm schon. Nimmt er das? Nein. Oh, das war auch dämlich von mir, ne? Als erstes da die Münze. Aber die hat er mir ja im Prinzip angeboten, ne? Hä, hey, so geht das denn nicht? Nimm es! Achso, ich soll F drücken. Und die ganze Zeit linke Maustaste. So, ich würde gerne nochmal gucken, ob ich diesen Gegenstand hier mitnehmen kann. Ich kann da echt nichts mit machen. Hä? Wie doof ist denn das? Aber da passiert ja nicht mehr viel, ne? Leute. Ich weiß auch nicht, ob die Alte gleich wiederkommt. Und ich weiß auch nicht genau, was ich jetzt... Ich soll mich nicht erwischen lassen. Warte mal. Da gab es ja so ein Rad, ne? Ein Teil von irgendwas. Aber ich kann das Ding ja auch nicht mitnehmen. Ein Inventar... Ah, ich kann da nicht drauf zugreifen. Aus irgendwelchen Gründen. So, folgendes. Ich hab ja auch nichts. Also, ich hab ja nichts. So, jetzt speichert er. Hier sind ein paar Kerzen. Aber sich nichts Dolles halt, ne? Ja, wenn ich da hinten wieder hingehe, dann sperrt sie mich halt wieder ein. Ich brauche vorher irgendwas oder in dem Raum ist irgendwas. Das geht natürlich auch. Sie liebt dich. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Du! Ja, ich versuch's nochmal. Alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen. Von wem? Von Alma oder von der alten Oma da? Übrigens, das ist auch was Neues, ne? Also nach meinem Informationsstand. Warum siehst du das nicht? Nimm uns an! Wir wissen, dass wir einiges nicht wissen. Und du passt verdammt nochmal nicht auf! Denkst du, die kleine Evi wird sich deine Scheiße ewig gefallen lassen, Miststück? Evi. Ah!
Ich bin es leid, deine Spielchen zu spielen. Hörst du mich? Hörst du mich? Hörst du mich? Oder sollen wir vielleicht auch wieder zurücklaufen? Aber ich wüsste nicht warum. Weil da ist ja nichts. Ich bleib jetzt hier einfach mal stehen. Finden kann sie uns im Prinzip auch nicht. Also sollte sie im Prinzip nicht. Nö, die kommt auch nicht mehr her. Versuch nicht, deinem Teil der Schuld zu entkommen. Da führt kein Weg aus, Fräulein. Ja, jetzt kommt wieder die alte Bratze, die ist übrigens gruselig. Ich guck mal gerade weg. Wo denkst du, dass du hingehst? Boah, Alter. Ich muss mir die echt nicht antun. Ethan! Ethan, bitte! So, das Ding ist, das hatten wir ja schon. Und das Ding ist, es wurde ja behauptet, dass wir dieser alten Bratze da ja aus dem Weg gehen sollen. Nur, oder entkommen sollen oder was auch immer. So, jetzt speichert er und ja, das war's. Aufschnitt lautet Mia. Tja. Ja. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist das Problem. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. So, Mixer. Das ist ja spannend, ne? So, Mixer. So, was steht hier? Der Wetterbericht sagt, ja, ist sehr spannend. Bla, bla, alle Hände, voll zu tun, ich schätze, es sollte die Fenster verstärken und ein Dach schützen, vielleicht lass es mir dann von Lukas helfen. 9. Oktober, okay, das Wasser ist endlich zurückgegangen, das Haupthaus ist in Ordnung, aber die Hälfte, was, das alte Haus wurde schwer beschädigt, Lukas macht Anstalten wegen seines großen Schiffs. Dass er gesundet sein soll, wenn es ein Fall ist, sollte mir besser Bescheid geben. Ich werde es mir morgen mal ansehen. Hm. Ja, mach mal. Ja. Ja, irgendwie ist der Grusel gerade leicht verflogen. Aber ganz leicht nur. Ich übersehe doch hier irgendwas. Ich weiß noch nicht was. Habe ich irgendwas nicht mitgenommen oder? Boah, ich dachte schon, ey. Dann hätte ich aber echt einen Anfall gekriegt. Nein, das hatte ich schon. Wenn das jetzt, was weiß ich, ein Schlüssel oder so gewesen wäre, ne? Dann hätte ich aber echt einen Anfall gekriegt. Ich weiß auch nicht, was ich mit dem Gebiss soll. Ich kann es mir auch nur angucken, das ist das Problem.
eigentlich jetzt damit? Nicht ein Hut. So, da, das kenne ich ja schon. Ja, zu lagen. Nächstes Mal unsere Gäste abhaut, versteckt die Hunde Knurrefs, damit es keiner mehr von denen aus dem Haus schafft. Wohnzimmer, Freizeitraum und Keller. Ja. Wurde das Teil unterschrieben? Nein. Was hätte ich jetzt gesagt, aber wir hätten das angeordnet, sag ich mal. Stimmt, die alte Omi. Tja. Ach Leute, ich weiß es doch nicht. Ist irgendwie ein bisschen, So, die blöde Badewanne hat auch nichts mehr. Doll. Ganz doll. Ja, bei dem Video, da gibt es keine Alternativen mehr. Was soll ich denn da machen? Ich hätte das doch einmal so eine halbe Stunde anstarren können. Aber das bringt es ja dann auch nicht, ne? Was ist gruselig? Na, ernsthaft. Das sind ganz komische Geräusche. Ja, tja, tja, moin jetzt. Ja, das macht irgendwie keinen Sinn. Abbrechen möchte ich jetzt auch nicht, weil, wozu? Weil, das bringt mich ja auch nicht wirklich vorwärts. Hier, nimm mal eine Strohflinte. Ja. Ach, nee. So, da ist ja auch nichts drin. Ich weiß auch nicht, warum ich den aufheben kann. Wozu? Ist doch doof. Kann ich Munition runter verstecken oder wie soll ich mir das vorstellen? So, hier hat die alte Oma gesessen, weil, was weiß ich warum, die doof ist. Viertel nach zehn. Tja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hab ich nicht. Ja, keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Kein Plan. Ja, das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist die ganzen Räume, die neuen Räume, sage ich mal, alle nochmal durchzugucken. Aber ich denke, da finde ich trotzdem nichts. Hier im Keller zum Beispiel. Ich weiß nicht, wo ich da jetzt noch suchen soll. So, hier habe ich ja auch alles, ne? Übrigens unten, ne, bei diesem komischen Schacht, da macht ihr eine beschissene Taschenlampe an, ne? Aber hier, nö, ach, scheiß Taschenlampe. Total überbewertet. Will ich mich verarschen? Was war das denn? Halt irgendwelche Wunderungen. Hier ist noch ein Pass. Ja, hier ist halt ein Schloss, ne? Soll ich mal mit der Stromlinse drauf schießen? Ich denke, das bringt's auch nicht. Übrigens schöne Schaumstoffplatten, ne? Hatte ich auch als Kind. In vielen, vielen bunten Smarties. Farben.
Wieso sind die hier im Boilerraum, Alter? Ja, verstehe ich nicht. Hier gab's auch nichts, ne? Hier gab's nur Items, sage ich mal. Also irgendwie, ich glaube, die starke Chemikalie gab's hier. Und das war's im Prinzip, ne? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich weiß es nicht. Ich kann nur raten, aber manchmal, also manchmal vor allen Dingen, langsam gehen mir die Optionen aus. Irgendwie. Ja, Workshop geht auch nicht. Und von Map sagte auch, es ist ein geschlossener Kreislauf. Also, ne, da ist kein Reinkommen. Und kein Plan. Kein Plan. Ich habe mir irgendwie heute ein bisschen mehr erhofft. Ich hatte auch ein bisschen Angst, wirklich, ganz ehrlich. Am Anfang, da hatte ich schon keinen Bock mehr weiterzuspielen, aber mittlerweile hat das echt nachgelassen. Aber ich übersehe auch irgendwas. Ich weiß noch nicht was. Das ist das Problem. Übrigens so ein Metallrahmen, ne? Ein Metalltürrahmen. Ne? Aber dann eine Holztür da reingesetzt. Also irgendwie. Leute, ihr müsst doch mal ein bisschen Architektur lernen. Also, wer baut denn solche Häuser? Und vor allen Dingen im Keller. Kloppt. Wollte ich zwar auch immer haben, aber. Ne, nicht mal die Ideen klauen. Übrigens ist das auch sehr selten, ne? Ein Keller im Keller. Also, denke ich, dass das selten ist. Hier noch irgendwas was sehen? Ich weiß nicht was. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Aber ich habe das Gefühl, dass ich hier irgendwas machen muss. 1, 2, 3. Verschlossen. Tja, alle auf. Außer die 3A und ein Handabdruck. Was? Wie jetzt? Wie 3A? Also ich habe einen Handabdruck offen und das Ding. Und jetzt macht sich die Tür auf? Wolltest du mich veräppeln? Wo ist da Nebel?
Fick dich! Wenn er fertig ist. Ja, ich habe mir das schon fast gedacht, dass... Schreibt er vielleicht nochmal auf? Ja, ich glaube nicht. Ja, toll. Was hat's mir gebracht? Nichts. Doch, Munitionsversch... Oh, Leute. Nee. Also, bitte. Leute. Nee. Das ist nicht euer Ernst. Ich laufe ja wirklich knapp eine Stunde hier durch die Bude, ne? Nee. Also, das kriegt er jetzt komplett als eine Stunde. Das tut mir leid. Also, das, nee. Das ist ja furchtbar. So, wir machen jetzt mal die Kombi. Ich hoffe, das macht irgendwie Sinn. So. Haben wir wenigstens ein bisschen. Ja, war das, ne? Ja. Aber mal wild tippen, das geht schon. Manchmal.